Yo Leute, was geht ab? Hier ist wieder Bermann Gabriel auf der Route irgendwas in Pokémon Fullerton. Wir werden jetzt ganz kurz zurückrennen. Ich werde Tapper Sandwich an erste Stelle setzen, dass ihr eben nichts verpasst. Falls ein Heracross kommt, werde ich natürlich zu Runic wechseln und das Ganze dann auch euch wieder zeigen. Ja, bis gleich. So, hier bin ich wieder. In Brock City natürlich. Oder jetzt auch schon einen Schritt weiter in die Route hinaus. So, diese Folge werden wir am Anfang, schätze ich mal, Tapper Sandwich auf 20 trainieren. Set vielleicht auch ein bisschen hochziehen. Und Runic eventuell auch ein bisschen. Und dann werden wir natürlich in das Gym zurückgehen. In das zweite und das dann auch hoffentlich besiegen. Sonst wäre das ein bisschen schlecht. Ich werde nur ganz kurz schauen. Faint hat, glaube ich, 40. Wie viel Spezialangriff hast du? 30. Und Magnayan hat... Okay, Magnayan wird das Ganze schon schaukeln. Ja, was machen wir denn jetzt? Ich weiß nämlich, wir werden am Anfang unseren Versus Seeker auf unsere registrierte Taste legen. Und dann erst gleich mal schauen, ob eine von diesen zwei Trainern mit uns kämpfen möchte. Ja, diese kleine Dame hier möchte mit uns kämpfen. Welches Pokémon wollen wir denn gegen sie einsetzen? Ich glaube, Tapper Sandwich ist da recht gut dabei. Deswegen lasse ich es gleich mal. Entschuldigung, du schaust mich immer noch an, oder nicht? Ja, mache ich. Deswegen... Okay, wir haben sie auch angeschaut, während wir im Pause-Menü waren. Hat das etwas... Ach du Heilige. Das sieht nicht gut aus. Die hat gelevelt. Die hat gelevelt. Ach du meine Güte, die hat gelevelt. Wir wechseln zu Mario. Und wie sie gelevelt hat. Die hat jetzt ein Level 20er Pidgeotto. Ach du Heilige. Oh, schön. Das macht zum Glück keinen Schaden gegen Mario. Mario tankt das einfach weg. Auch bei minus 1. Er kriegt natürlich wieder einen Crit. Oh meine Güte, sie hat gelevelt. Das erwischt mich jetzt auf den kalten Fuß. Muss ich ganz ehrlich sein. Ich dachte nämlich, dass sie nicht leveln. Sie hat noch ein Pidgeotto. Hoffentlich kriegen wir einen Flinch. Sand Attack. Okay, das ist gut. Das ist sehr gut, dass sie für Sand Attack geht. Außer natürlich, wir müssen wieder unseren Biss. Bitte, triff. Dankeschön, Magnayan. Und wir kriegen einen Flinch. Ein weiterer Biss trifft auch nicht. Nicht so schlimm, das ist nicht so schlimm. Und bitte Biss, Biss, bitte. Triff einfach. Dankeschön, Biss, dankeschön. Ja, unser Magnayan ist jetzt Level 21. Wir werden gegen diese Trainerin nicht nochmal antreten. Ich meine, unser Magnayan ist... halb gestorben. Wir sind immer noch gemein. Sie hat gelevelt und wie sie gelevelt hat. Ach du meine Güte, hat die gelevelt. Da muss ich gleich nochmal heilen gehen. Und unsere Tapper Sandwich ist fast gestorben. Das ist ein super Start in die neue Folge, würde ich mal sagen. Ach du meine Güte hier. Klar, wir hätten... Nein, wir haben eigentlich nur Magnet. Da unser Samurzel eben schwach gegenüber Flugattacken ist. Und wir haben ja gesehen, ihre erste Entwicklung hatte eine Flugattacke. Warum nicht auch die zweite? Ne? Bin ich gespannt, ob die anderen Trainer auch gelevelt haben. Oder ob die einfach nur so getan haben. Kleinstein wäre da natürlich super gewesen. Muss ich ganz ehrlich sein. Kleinstein wäre da einwandfrei erste Wahl gewesen. Und dann eben auch mit einer Steinattacke, die dann auszunocken. Das wäre alles super gewesen. Aber... Kleinstein hat sich natürlich entschieden, gegen ein blödes Medbo zu sterben. Na, weißt Bescheid. Und deswegen sind wir jetzt hier und müssen mit den anderen Trainern leveln. Dich haben wir schon. Dich haben wir auch schon, oder? Haben wir dich schon? Ich weiß es nicht. Werden wir erstmal bei ihr schauen hier. Hallo? Nein, wir haben sie noch nicht. Diesen Blick, den du mir gegeben hast. Er ist so... Ich pausiere und schaue dieses Wort nach. Bis gleich. Dieser Blick, den du mir gegeben hast, er war so erregend.
Ja, arousing heißt also erregend. Habe ich wieder was gelernt. Einfach schön. Arousing, erregend. In einem Pokémon-Spiel, ey. Das ist einfach super. Ich mag diesen Hack. Das ist echt super. Ja, wir wechseln natürlich zu Runic. Da ist eben eine Kampfattacke zu 100% und unser Taubsi natürlich nicht vierfach resistent ist, so wie Runic, sondern neutralen Schaden nimmt. Leider. Wir gehen für einen Nachtnebel. Das ist unser bester Zug gegenüber diesem Mankey, da unser Schnabel eben auch eine super effektive Seite hat und Nachtnebel eben ständig 18 Schaden drückt. Ein Nidoran. Dagegen ist unser Nachtnebel auch besser, da wir es eben nicht berühren und nicht auf die Gefahr laufen. Doppelkick, genau. Und eben nicht auf die Gefahr laufen, uns zu vergiften, wie wir es ja schon des Öfteren mit unserem Radfratz gemacht haben. Das sich hoffentlich heute zu einem Radikal weiterentwickelt. Wir wollen unbedingt einen Karl im Team. Da natürlich Tupper Sandage wieder. So, dieses Nidoran wurde auch besiegt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Herausforderung gewesen. Gegen die Sally haben wir gewonnen. Nice. Das wird auch eine gute Trainerin, da wir eben nichts zu befürchten haben oder nicht so viel. Da können wir uns eigentlich auch hinstellen und die dann fragen, ob sie mit uns kämpfen wollen. Ich glaube allerdings nicht, dass das so einfach wird. Ich glaube, der hier würde auch gerne battlen. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Wir werden auf jeden Fall mit Runic lieben, da sein erstes Pokémon, glaube ich. Naja, wir kriegen sonst keine Chance, zu Set zu wechseln. Dann werden wir zu Set wechseln, auf jeden Fall. Und kämpfen. Du bist ein Trainer, nicht? Lass uns damit gleich beginnen. Okay. Zeig uns deine neu trainierten Pokémon. Ich glaube nicht, dass dieser Trainer trainiert hat. Da er eben, ja, mein Anhaltspunkt war zu trainieren. Damals. Natürlich bringt uns dieses Vorwissen ein bisschen weiter. Ganz klar. Da versuche ich mich auch gar nicht rauszureden aus diesem Vorwissen. Allerdings ist dieser Hack schon so schwer, auf so einem hohen Niveau, dass ich sage, okay, nur mit Fähigkeiten kommt man da nicht weiter, sondern man muss auch etwas grinden natürlich. Und vor allem in einer Nuzlocke hat man nicht unbedingt die Wahl, ob man jetzt wirklich das Pokémon und das Pokémon fängt. Super Schlafpuder, das ist ganz toll. Da wechseln wir wieder zurück in unseren Runic. Da wir eben nicht riskieren wollen, das nächste Pokémon ist eher ein Kokuna. Da können wir zum Glück dann, natürlich ein Crit, da können wir dann zum Glück aufwachen dagegen. Dieses Medbo ist weg. Set wird hoffentlich Level Up. Natürlich, Level 15 hier. Und danach ist auch genug mit dem Trainieren, mit dem spezifischen Trainieren für heute. Vielleicht noch einen wiederholten Kampf. Wieso gehst du gleich in dein. Okay, dann geh halt gleich in dein Beedrill. Das ist mir nur recht. Dann kriegt Runic eben noch ein bisschen mehr Erfahrung. Du misst einfach deinen Attack. Das ist auch in Ordnung. Und Runic wird, glaube ich, Level 19 sein. Das ist ziemlich cool. Ich glaube, diesen Trainer werde ich nochmal annehmen, da er eben recht hohe Pokémon hat. Diese zwei Taubogas sind wir noch etwas zu gefährlich, muss ich zugeben. Da sie eben, ja, recht viele unserer Pokémon one-hitten können. Beziehungsweise, ja, okay, das speed ich jetzt ganz kurz ab. Das dauert nämlich ein bisschen zu lang. So, hier sind wir wieder bei der Gust. Macht einen 3-Hit-KO. Da habe ich auch nichts zu befürchten. Deswegen kann ich das ja mit gutem Gewissen speed-uppen. Außer wir kriegen natürlich einen Crit. Aber kriegen wir nicht. Er ist auch mittlerweile bei plus 6. Hält unsere Hits recht gut aus. Natürlich wäre jetzt Electro-Web für das Safcon echt gut gewesen. Und wir haben Greg besiegt. Wenn ich nur neue Pokémon hätte, hätte ich gewonnen. Genau, macht einen auf beleidigte Leberwurst. Und wir mögen aber keine Leberwurst, deswegen haben wir trotzdem gewonnen. Ich glaube, diese Trainer sind auch recht angenehm zu bekämpfen. Außerdem, was mir auch aufgefallen ist, ich glaube, das Medbo und das Beedrill, wie heißt Beedrill auf Deutsch? Beedrill.
Bibor, genau, Bibor. Bringen 500 Erfahrung, während die die Taubogas nur 400 irgendwas gebracht haben. Ich glaube 230 waren es zweimal. Und das ist natürlich auch schon Grund genug, vor allem zu sagen, es ist weniger Gefahr dabei, ein Pokémon zu verlieren. Und es ist... Es bringt mehr Erfahrung einfach. Schlichtweg bringt es mehr Erfahrung. Oh, ein Ladybug. Genau das wollte ich auch noch sagen. Ich bin nämlich einem Ladybug begegnet. Der ehemalige Mario wollte sich nicht in unser Team schleichen. Obwohl ich auch sagen muss, ich wäre über ein Ladybug glücklicher gewesen, dass wir fangen hätten können. Oder über ein Nidoran oder ein... Nidoran männlich-weiblich. Als über ein... Ja, als über ein Heracross, das wir nicht fangen können. So, haben wir dich schon bekämpft? Ja, dich haben wir schon. Den Trainer dort unten wahrscheinlich noch nicht. Waren wir hier schon? Oh. Oh, eine weitere Trainer. Nee! 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 Dieses Spiel. Dieses Spiel. Autsch, ich bin über ein Stein, über das steinige Pokémon Kleinstein gestolpert und hab mir den Knöchel verstaucht. Genau, genau. Ich mag dein Gesicht nicht. Tja, nur schade für dich. Du bist nämlich noch hässlicher als ich. Ja! Ach ja, schön. Das hätte uns so einiges erspart, wenn wir dieses Pokémon Center gefunden hätten. Super. Puh, ich ruhe mich hier besser auf. Gähn. Dieses Verlies hat vieles aus dir genommen? Okay, ich weiß zwar nicht, woher du das wissen solltest, aber okay. Wir werden jetzt nochmal ganz kurz den Bibor-Trainer annehmen und dann werden wir auch schon wieder zurückgehen, nämlich zu der zweiten Arena-Leiterin und hoffentlich die auch dann besiegen. So. Besiegen natürlich das Enikoro noch hier. Oder das Eniko? Eniko? Enikoro? Nein, Eniko. Eniko war die Vorentwicklung. Werden auch gleich Level 16, was ziemlich cool ist. Und ich habe keine Ahnung, was wir machen müssen. Ich glaube. Oder? Sollen wir die zweite Arena-Leiterin jetzt schon annehmen? Hm. Ich muss sagen, das stellt sich aus zwei Faktoren raus. Nämlich der erste ist, wir sind nicht im höchsten Level, das wir sein können. Das heißt, wir wollen natürlich so weit wie möglich spielen, um es dann eben so einfach wie möglich mit den Arena-Leitern zu haben. Natürlich. Beim ersten Arena-Leiter ging es nicht anders, deswegen waren wir auch so riskant. Aber jetzt gerade haben wir natürlich noch die Möglichkeit weiterzumachen. Und ich glaube, die Story geht auch erst weiter. Wir setzen nochmal unseren kleinen Battlefinder ein, finden nochmal einen Battle. Und ja, ich glaube, wir können ja weiter nach oben gehen von Brock City aus und sind dann natürlich noch nicht an der Wand, bei denen wir Zerschneider, Surfer oder was weiß ich brauchen. Ich glaube nämlich, die Wand kommt danach, dass wir nämlich den dritten Arena-Leiter besiegen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Oder ich einfach damals zu stur war und und nicht weiterspielen wollte, ohne ihn besiegt zu haben. Das kann natürlich auch sein, dass... Ich bin nämlich sturköpfig in manchen Sachen und das ist eine davon, deswegen würde ich mir das schon zutrauen, durchaus. Das Medbo ist wieder da. Gehen natürlich für eine weitere Gust, die jetzt noch ein besserer 2-Hit-KO ist. Geht für einen Giftpuder. Naja, das gefällt mir jetzt nicht so sehr, aber was soll man tun? Das Antidot werden wir auch gleich benutzen. Gehen auch für eine weitere Gust, da wir nämlich jetzt die ganze Erfahrung für uns beanspruchen können. Ich glaube, mit Level 18 entwickelt sich Zed auch gleich zu einem Pidgeotto. Zu einem Tauboga. Ja, zu einem Pidgeotto. Und wir kriegen einen Haufen an Erfahrung. Das Beedrill haben wir hier. Da können wir auch gleich. Und zu Raul möchte ich nicht wechseln. Der vierfache Schwäche zu Käfer ist nicht unbedingt cool dagegen. Ja, zu Tupper Sandwich ist, glaube ich, auch ein recht guter Wechsel für uns. Wenn nicht, können wir immer noch weiter wechseln zu unserem Magnaien.
Bitte nicht zu viele Hits, das wäre dann nicht cool. Dreimal, okay, damit können wir leben. Ein Hyperzahn sollte auch genug sein, weil Beedrill eine Defensive hat. Ist nicht genug. Okay, allerdings sind wir auch recht sicher, was unseren HP-Amount betrifft. Gehen auch gleich für einen Quick Attack, um das ganze Beedrill dann auszunocken, ohne eine Chance haben zu verfehlen. Set und Tapper Sandage kriegen wieder ein bisschen mehr Erfahrung. Tapper Sandage wird Level 18, entwickelt sich allerdings erst mit Level 20. Und ich glaube, da wir nicht unbedingt eine, ja, ein Antidote benutzen wollen, werde ich einfach mal unsere Tapper Sandage drin lassen und gegen diese Safcon leveln. Außerdem ist ja unser Taubsi auch um einiges mehr aufgestiegen diese Folge schon. Ich glaube, 3 oder 4 Level waren es schon. Nein, 3 Level waren es. 4 Level waren unser Ziel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich zähle wieder, wir spielen wieder Zählen lernen mit mir. Oh, Set, das ist nicht gut, dass wir Set drin haben. Okay, 18 haben wir noch verbleibend. Ich wechsle zu Runic, da Runic ja auch irgendwann mal ein cooles Xatu werden soll. Ich meine, Xatu ist schon extrem cool, das muss man zugeben. Wer würde kein Xatu nehmen, wenn er die Wahl hätte? Sind wir mal ehrlich. Ich habe gerade einen Fehler begangen, einen riesigen Fehler. Allerdings wird sich der nicht bemerkbar machen, da wir ihn eben, kein Poison Point bekommen haben und ihn sowieso mit 2 Nightshades von jetzt auslocken können. Und wir ihn ja sowieso noch etwas Damage reindrücken müssten mit einer dritten Nightshade oder sonstiges. Eben, es ist noch gut für uns ausgegangen mit dem Aspekt, dass wir einfach nicht vergiftet wurden. 18 Punkte haben wir jetzt noch frei. 1, 2, 3, das wird reichen. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, locker. Das ist gut. Wir werden jetzt auch die Route nach oben weitermachen. Gut, dass wir nur 17 Minuten gegrindet haben. Anstatt 7, die ich eigentlich angekündigt habe, ist ganz toll. Super, zum Glück geht da nicht die dreiviertel Folge immer drauf. Der andere Aspekt war beim zweiten Arenaleiter eben ganz schlicht, ich habe keine Lust durch das Gave zu rennen. Ich glaube, ich lasse Zed mal immer noch da. Ich? Gut, okay. Ich werde spielen. Okay. Ich glaube, da ist jemand nervös. Ich meine, dem einen hat unser Gesicht nicht gefallen. Der hier anscheinend schon. Ich meine, kann man nichts dagegen sagen. Da fällt mir auf, wir sind beide weiblich. Früher dachte ich zum Beispiel, dass Männchen immer in Pokémon mehr Angriff hätten und Weibchen mehr Defensive. Da war ich noch nicht so drin mit den ganzen Wesen und so weiter. Und das war dann so meine Erklärung dafür, dass manche mehr aushalten und manche weniger. Das war immer, ja, jetzt wo ich es weiß, war das komplett schwachsinnig, was ich damals gedacht habe. Aber es hat damals Sinn ergeben. Und ja, es war einfach, es ergab einfach Sinn. Und es war ja recht offensichtlich, dass manche Pokémon, oh mein Gott, Engelsamen, dass manche Pokémon mehr ausgehalten haben als andere. Und es musste ja irgendeine Erklärung geben. Ich meine, die Entwickler werden sich dabei schon irgendwas gedacht haben. Ich dachte damals auch, weil das erste Pokémon-Spiel, das ich wirklich gespielt habe, war die dritte Generation. Ich glaube, in der dritten Generation wurde auch zum ersten Mal die Wesen eingeführt, aber verlasst euch da jetzt nicht auf mich. Das ist eine reine Vermutung von meinerseits aus. Ja, das war das erste Spiel, bei dem ich wirklich verzweifelt bin. Ich habe es auch bis vor 3 Jahren nicht durchgespielt. Also, ja, das war ziemlich schwer für mich. Es war nämlich früher so, meine Lieblingsedition war Smaragd von der dritten Generation. Und ich bin nie in den Himmelsturm reingekommen und ich habe nicht kapiert, wie man in diesen blöden Himmelsturm kommt, um Rayquaza zu fangen. Und ohne den blöden Himmelsturm konnte man, glaube ich, nicht in die Pokémon-Liga oder irgendwie so etwas war es. Und ja,
Das fand ich halt immer doof. War, ist ja auch verständlich. Allerdings, das erste Pokémon-Spiel, das ich auch wirklich durchgespielt habe, war die erste Generation auch als erstes Pokémon-Spiel meinerseits. Ja, Set Evolved entwickelt sich und hier verabschiede ich mich gleich von der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.